Hallo und herzlich willkommen, ich bin Slowaka, weiter geht's mit Farthest Frontier. Verdammt, immer wenn ich das Spiel starte, fängt's an zu ruckeln, verdammt. Ansonsten müsste ich es einfach eine Weile laufen lassen, bevor ich euch mit reinnehme. So, jetzt aber, wir verfolgen Rinna, das ist die einzige, die ich immer finde, weil die immer am Bäume fällen, immer draußen. Ist ihr anderen, ihr versteckt euch, glaube ich, bei eurer Arbeitsstelle, ich weiß es nicht so genau. Rinna auf jeden Fall ist hier dabei, Bäume zu fällen und Holz zu besorgen. Hier auch schon liegende Bäume werden jetzt hier langsam abgehackt. Alles klar. So, wir machen schön weiter. Wir haben hier oben unser Schmiedeviertel angelegt. Und das Schöne an der Sache, dass ich jetzt gerade nicht dazu komme, komplett vorzuproduzieren, ist, dass ich ein paar eure Kommentare natürlich lesen kann. Boah, diese Blitze. Eine Bitte, nicht schreien beim Schreiben. Das ist schlecht für den Blutdruck, für meinen und für euren. Also, wir müssen eine Sache mal beobachten. Wenn die im Spiel so ist wie geschrieben, dann ist das natürlich total doof. Und zwar, wenn es wirklich jetzt so ist, dass zum Beispiel dieser Fischer hier seine Fische erst in irgendein Lager bringt, wie zum Beispiel den Rübenkeller, und dann die Räucherei aus dem Keller den Fisch rausholt, dann ist das natürlich doof. Wenn die Fische direkt hier reinbringen, dann würde das hier Sinn machen. Ansonsten steht die Räucherei eindeutig falsch. Dann müssten wir quasi auch hier oben sagen, das Lager müsste woanders hin, weil wenn wir hier oben, wenn die Eisenmine erst das Eisenerz hier rausholt, dann das Eisenerz in die Lagerhalle bringt und dann die Gießerei das wieder hier unten rausholt, dann ist das natürlich ein ziemlich unnützer und weiter Weg. Das hieße dann, dass wir das Lager da oben hinpacken müssen. Jetzt steht es erstmal. Wir können das ja aber trotzdem auch benutzen für unsere Ziegelei hier. Dann würden wir das Lager so aufbauen, dass nur dort die Materialien dafür benutzt werden. Und dann bauen wir oben halt noch ein Lager. Da geht ja keiner von kaputt. So, aber ich würde jetzt wahnsinnig gerne einmal sehen, ob Kara, die beliefert die Räucherei. Ja, die holt jetzt gerade Fleisch, ist das Problem. Oder? Wo kommst du denn her? Also wenn du da räucherst und jetzt von da oben kommst, hast du es vom Jäger geholt? Ich weiß es nicht so genau. Das wäre cool, wenn wir das einmal sehen würden. Wartet mal. Schauen wir mal, ob wir Viktor gerade finden. Der läuft gerade hier unten lang. Er beliefert die Räucherei, sagt er. Der ist allerdings eigentlich auf der anderen Seite. Der kommt aber jetzt gerade Richtung Fischerhütte, wenn ich das richtig sehe. Also wenn der aus der Fischerhütte jetzt Fisch rausholt, dann ist das, was geschrieben wurde, glaube ich, nicht richtig. Nö. Der holt aus der Fischerhütte die Fische und holt sie in seine Räucherei. Der ist zwar ein bisschen doof jetzt, dass er von dort aus gesehen jetzt bei der Fischerhütte das holt, aber damit steht die Räucherei richtig. Und im Idealfall sollten auch hier oben die Gießerei und die Schmiede sich die Materialien von da holen, solange das Ding natürlich nicht voll ist, das Lager. Wenn das Lager voll ist, wird es natürlich weggebracht, das ist richtig. So, wir schauen mal, was uns der Händler geben kann. Wir könnten Eisenerz verkaufen. Wollen wir das? Nö. Kohle wollen wir auch nicht verkaufen. Erstmal, wir müssen mal schauen, wie gut das Ganze funktioniert. Wir haben nicht wahnsinnig viel Seife. Vielleicht sollten wir da uns nochmal dran machen, dass wir eine weitere Seifensiederei uns zusammenbasteln. Und wir könnten hier jetzt nochmal Werkzeuge, da haben wir auch keine mehr von, besorgen. Aber zum Verkaufen ist irgendwie nichts so cool, ne? 20 Seife, Eisenerz, ich weiß nicht. Wie viel Eisenerz ist überhaupt oben in unserem Lager drin? Nee, ich meine in der Ressource. 719. Eisenerz haben wir hier oben nochmal. 943. Kohle wird ein Problem. Da müssen wir wahrscheinlich irgendwann doch Holz nehmen, weil ein weiteres Kohlevorkommen habe ich bisher noch nicht gefunden. Ich würde aber mal, beim Sand sieht es ja ähnlich aus, Sand ist auch irgendwann alle.
Wir haben eine weitere Sandmine auf dieser Seite hier. Eine Sandgrube, keine Mine. Ich würde mal diese kleinen Flecken nochmal erkunden und tatsächlich nochmal auf der anderen Seite auch einen kleinen Erkundungstrupp losschicken. Mal gucken, ob wir hier unten nochmal reinschauen. Ich würde mal die ganze Karte ein bisschen erweitern hier jetzt. Schauen wir mal, ob wir noch was finden. Oh, da geht's gar nicht. Da scheint Wasser zu sein. Hier nochmal rein. So. Und hier oben sind wir schon relativ nah dran am Nichts. Da müssen wir auch nochmal erkunden. Machen wir mal hier noch eine Reihe. Da ist dann ganz schön viel. Gebäude aufgegeben. Was sind das? Die Attraktivität um das Gebäudehaus ist gesunken und es wurde aufgegeben. Von welchem Haus sprichst du? Von dem hier? Moment mal. Spring da nochmal hin, bitte. Ah, hier. Wieso ist denn da die Attraktivität gesunken? Liegt das am 28 tatsächlich? Und nicht mehr 30. Das wird das Problem sein, aber warum? Warum? Ich meine, wir können dagegen ansteuern, indem wir hier unten noch was Kleines reinsetzen. Sind die Straßen eigentlich alle schon? Die können wir auch nochmal verbessern hier. Das zum Beispiel. Aber Moment, ich könnte ja... Ah, wir haben ja jetzt auch mittlere Statuen hier unten. Die habe ich noch gar nicht gesehen. Stufe 3 Statuen. Oh, die sind teuer. Aber bringen wahrscheinlich richtig fett was, ne? Mal ganz kurz mal schauen, was das so an Boni bringt. Na? Ui. Nee. Moment. Das sind nur... Ich gucke gerade auf den da oben. 24, 36, 12 Punkte. Alles klar. Das ist natürlich echt einiges. Haben wir natürlich jetzt überhaupt keinen Platz, aber die Reichweite ist relativ weit. Allerdings müsste es doch irgendwie in die Mitte hier. Richtig Platz dafür ist dann nicht. Okay, ich mache mal erstmal die Straßen schöner. Wollen wir hier vielleicht auch nochmal? Ist das teuer? 30 Steine. Aber es sollte auch die Geschwindigkeit verbessern. Das ist vielleicht gerade auf dieser Straße nicht so doof. Fangen wir mal an mit der ersten Straße, die da zu verbessern. Und ich würde eine ganz kleine Verschönerung jetzt mal hier daneben setzen. Obwohl 30, dann sind es halt gerade so 30. Das kann ja dann wieder runterfallen. Was ist mit einem mittleren Garten hier? 32. Ist nicht so schön, ne? Aber komm. Also es ist so ein bisschen auf dem Abhang gebaut, aber gut. So, die Palisadenzäune sind im Bau, auf der anderen Seite fast fertig. Also, wir schauen weiterhin auf... Wartet mal, so was brauchen wir denn in der Ziegelei eigentlich? Das sehe ich gerade gar nicht. Haben wir genug Zeug? Ja, wir haben 340 Brennholz gerade, das ist richtig ordentlich und das mitten im Sommer... Die Gasspeicher sind gefüllt, sozusagen. So, und der Kram muss natürlich erstmal hier komplett hergebracht werden. Das ist, glaube ich, nicht ganz ohne. Wir bräuchten wirklich mehr... Warte mal, wir bauen mal noch eine Seifensiederei zum Verkauf. Wo ist denn der Spaß? Oder auch noch eine Töpferei, ne? Ton ist wirklich was, was wir ja hier irgendwie ganz gut haben. Die Seifensiederei, wenn wir sie an die gleiche Stelle, die andere ist hier unten irgendwo, ne? Da ist sie. Bringt uns das nochmal was? Vielleicht schon. Hier sind auch keine Häuser, oder? Das ist alles Schuster, Gerber. Da ist die Klamottenindustrie sozusagen. Hier ist zwar nur eine Hütte. Könnte man auch nochmal überlegen, ob wir die irgendwann umbauen. Aber eine zweite Seifensiederei und vielleicht sogar echt noch eine Töpferei, finde ich gar nicht so doof. Passt die hier noch mit rein? Falscher Knopf. Die passt.
die würde hier so reinpassen. Macht natürlich dann, Moment, Attraktivität 10% da, ne? Das ist echt das härteste Haus. Oh, ein Gebäude steht in Flammen. Moment. Ich baue hier unten noch eine Seifensiederei hin und hoffe, dass sie den Talg und so weiter da ganz gut hinbringen. Diese Hütte müssten wir eigentlich mal versetzen, ne? Also echt unser Dorfzentrum, das steht wirklich völlig falsch. Wo ist das Haus in Flammen? Da oben. Ich hoffe, wir haben genügend Brunnen. Es ist halt einer direkt nebenan. Aber der ist dann auch schnell leer. Wo sind denn die nächsten Brunnen hier? Da ist noch einer. Da ist einer, aber hier oben ist noch nichts, ne? So, das Gebäude ist aber schnell gelöscht worden. Ich baue trotzdem noch mal zur Sicherheit. Na. Noch einen Brunnen hier oben hin. Ja, und auch hier oben, ne? Da könnte es ja auch zu Problemen kommen. Dann baue ich das jetzt hier rein. Da ist dann kein Platz mehr für die Straße. Aber hier unten geht es ja durch. Und da oben müsste es auch durchgehen. Also los. Machen wir da nochmal einen Brunnen hin, damit man wenigstens auch da oben rankommt. So, der Kompostmeister steht. Der Kornspeicher wird gebaut und die Windmühle steht auch. Die schweren Werkzeuge werden dauerhaft verwendet. Das ist natürlich problematisch auf Dauer. Ich schätze mal, die Feldfrüchte haben wir jetzt hier oben verloren. 31 Weizen, jawohl. Der Zaun ist... Nee, auf dieser Seite ist noch kein Zaun. Sehen wir das eigentlich? Ja, schaut mal, da laufen sie. Da kommen die ganzen Rehe. Wie schön. Können wir da einen Jäger hinschicken, der die einfach alle weghaut? Verdammt. Das ist eine ganze Herde. Die ganze Herde frisst unseren Weizen. Wie schön, 84 Weizen. Das geht jetzt sogar 85, 87, 89, 90, 100. Wie schön. Zwei neue Dorfbewohner sind geboren. Das dauert auch noch eine Weile, bis das hier vorbei ist. Verdammt. 122 Weizen. Wie viel sollen wir insgesamt kriegen? 1700. Na gut, wenn es nicht allzu viel wird, dann geht es vielleicht gerade noch. Wir bauen ja das Ding. So, das hier braucht noch eine Weile. Die schweren Werkzeuge, da müssen wir uns auf jeden Fall ordentlich drum kümmern. Ich würde mal den hier priorisieren, die Ziegelei. Damit müssen wir auf jeden Fall weitermachen. Da schaue ich jetzt nochmal auf die Ziegelei. Ist die nicht hier unten? Da. Die benötigt Ton und Kohle. Ton kommt ja eigentlich direkt von hier. Wollen wir mal dieses Gebäude erstmal... Kann ich das auch insgesamt ausschalten? Steuerung, Alt, irgendwas? Nee. Gut, wir wollen hier keine Endprodukte haben. Boah, da muss ich wirklich genau auf den Pfeil klicken. Na gut. Wenn wir was haben wollen hier, dann ist das... Ich traue mich gar nicht zu gucken. 188, 190. Das hört nicht auf. Aber nächstes Jahr, liebe Leute. Nächstes Jahr. So, wir wollen eigentlich auch kein Essen dort oben drin lagern. Sondern wir wollen wirklich... Moment mal. Das können wir hier gar nicht lagern, was ich da lagern möchte. Kann das sein? Bei den Rohstoffen ist es zumindest nicht dabei. Brauchen wir ein anderes Lagerhaus für... Lagerhaus, Rüben, Keller, Stapelplatz, Wagen, Kornspeicher, Schatzkammer und die Fassbinderei. Irgendwo müssen doch die Kohleteile hier gelagert werden. Wo haben wir die denn bisher hingebracht? Ins Zentrum oder was? Vielleicht werden sie einfach hier hingebracht. Beziehungsweise hier in diesen komischen Wagen. Da liegt Stein rum. Im Rübenkeller wird es ja wohl nicht sein. Nein. Okay. Ja, das hört nicht auf. 240 Weizen. Oh Gott. Ist ja furchtbar. Leute, fangt an zu ernten und scheucht
Warum will das? Das ist alles voll hier. Ich meine, wir könnten jetzt einen extra Jäger, wir können auch einfach Feld anlegen und dann 5 Jäger drumherum machen. Dann sollten wir da ordentlich Fleisch bekommen. So, es kommen die Erntehelfer auf jeden Fall jetzt gerade. Ich hoffe, ihr vertreibt jetzt die. Ja, sie fangen an zu ernten. Immerhin. Weiß nicht, ob dieser Ertrag von 1700 noch stimmt. 205 haben wir schon mal geerntet. Jetzt sind wir gespannt, ob zum einen dieser Weizen direkt hier reingebracht wird oder ob der erst ganz woanders hingebracht wird und zum anderen, wie viel wir noch durchkriegen. Und die schweren Werkzeuge müssen wir halt irgendwie hinkriegen. Ich mache mal ein bisschen schneller, weil ich jetzt gar nicht wilde andere Sachen bauen möchte. Wir könnten natürlich neue Gebäude nochmal bauen, aber wir verbessern nochmal ein paar Straßen. Mit dem Stein sieht es gerade ganz gut aus. Aber so, die Ziegelei ist fertig. Das Lager ist leer. Wir brauchen Ton und Kohle. Und machen daraus Backsteine. 2 Leute arbeiten hier, Antron und Klavar. Antron beliefert wahrscheinlich direkt aus der Tongrube. Also, das ist erstmal sehr gut. Er holt den Kram direkt vom Hersteller. Jetzt noch Feldfrüchte durch Frost verloren. Von 2 Wäldern. Ein unerwarteter Frosteinbruch allerdings wieder. Da willst du mich gerade nicht hinschicken. Was ist los? Das ist auch da oben. Also diese Weizenernte, unsere allererste, die haut wirklich rein. Frosttoleranz ist aber eigentlich bei 7, Hitzetoleranz bei 10. Also man kann es noch ein bisschen näher ranschieben. Wenn wir das machen, sollten wir es wahrscheinlich ganz nah ransetzen. Aber viel besser geht es dann eigentlich nicht von der Platzierung her. Aber dann machen wir das hier auch. Da so nah ran, wie es geht. Der Kram wird gebaut. Also, Ziegelei. Bleiben wir nochmal hier. Im Lager ist erstmal Kohle. Wo hast du die Kohle hergeholt? Da stellt schon einer Backsteine her. Der ist gerade zu Hause am Beliefern. Oder hast du hier irgendwo... Naja, wir müssen die Wege müssen wir uns wirklich nochmal anschauen. Wer beliefert was wohin? Klar, dieser Wagen fährt jetzt erstmal Ton... Von wo kommt denn der Ton? Der kam doch gerade von hier oben. Hier oben ist doch gar kein Tonablagerungscenter. Der bringt das jetzt ins Lager wahrscheinlich. In welches ist noch die Frage? Fäulnis. Zu lange auf dem Feld. Wo ist das? Ah, immer wenn man einen anhat, dann geht das nicht. Müssen wir erst die Kamera wieder... Nee, er will nicht. Komm, zeig's mir. Der will mir das nicht zeigen. Zu lange auf dem Dings, aber die zugewiesenen Arbeiter sind alle eigentlich voll. Es kann natürlich sein, dass die gerade beschäftigt waren, sich was zu essen zu holen, weil sie schon wieder Panik haben, dass irgendwas nicht ankommt. Aber eigentlich nicht so. Das hier ist durch, ne? Ein Punkt noch oder 2. Bis die Palisadenwand 2 noch. 2 kleine Bereiche hier. Kann ich nie auswählen. So, genau. 2 Palisadenwände sind hier noch. Dann haben wir diese Seite komplett abgesperrt erstmal. Ja, und wie gesagt, also das hier ist wirklich heftig. 33 sind verfault, 346 wurden von Wildtieren gefressen und 51 durch Frost verloren. Aber die Mühle, sie arbeitet. 170 mal Mehl haben wir. Das ist doch schon mal cool. Jetzt ist die Frage, ob die Bäckerei auch beginnt. Sie scheinen das schon benutzt zu haben, oder? Haben auch schon 170 Brot gemacht. Das ging aber fix. 170 Einheiten Brot. Da hoffe ich mal, dass unsere Leute jetzt ein bisschen zufriedener sind. Jawohl, 100% Nahrungszufriedenheit. So viel hatten wir noch nie. Das ist doch sehr gut. Also, Schuhe und Kleidung sind die nächsten Geschichten. Und Seife produzieren wir, wenn, dann eher Harla und Naman. Ach, ich hätte ja auch wieder 2 noch dazu packen können, ne? Ich baue immer erst was Neues. Ich bin halt ein Eigenbrötler da. Ich will immer, dass sie einzeln in jedem Haus nur einer arbeiten. Nein, nein, also. Dann schauen wir nochmal beim Schuster,
wo haben wir denn den Schuster überhaupt? Der ist hier unten irgendwo, glaube ich. Körbe könnten wir auch noch mal mehr vielleicht bauen. Wo ist denn der Schuster? Hier oben. Gerber, Schuster. Gucken wir mal. Dann machen wir da einen zweiten Schuster. Indrit. Und Savala. Und hier in der Gerberei können wir eigentlich auch noch mal zwei reingeben. Ich guck mal ganz kurz auf die Berufe. Wir haben 21 Arbeiter. Ist jetzt nicht unendlich viel, aber auch nicht so schlecht. Komm, wir machen mal da ein bisschen mehr. Und aber vor allen Dingen auch bei den Leinenleuten. Das muss ich jetzt wieder finden. Wo haben wir den Schneider? Hier irgendwo. Die Weberei, meine ich. Das Lager ist allerdings leer. Haben wir schon alles aufgebraucht? Das geht schneller, als man denkt, ne? Nee, haben wir nicht. 373 Flachs ist da noch. Dann fangt mal an zu arbeiten, Leute. Aber ihr habt noch 2 Jahre Zeit, um das zu verarbeiten. Vorher ist das da oben nicht fertig. Okay, starte ich mal wieder ein bisschen schneller. Das braucht noch. Und wir schauen nochmal, ob wir im Handelshaus fürs nächste Jahr, wenn die kommen, noch wieder irgendwas darüber bringen können. Wir haben... Wir haben tatsächlich auch Ton hierher gebracht. 20 davon, Stein, Blattgemüse und Kräuter. Das will irgendwie eh keiner haben, ne? Talg, Honig, Weide. So ein paar Fellmäntel geben wir wieder rüber. Davon haben wir nämlich genug. Bisschen Seife jetzt, wo wir das verstärkt haben. Ups. So. Töpferwaren auf jeden Fall. Können wir auch nochmal verbessern. Die Töpferproduktion. Medizin lassen wir mal erstmal. Schwere Werkzeuge haben wir eh nicht mehr. Fisch und Fleisch wird schon wieder so viel, dass wir vielleicht doch nochmal eine Räucherei ranbauen. Eisenerz, Kohle wollen wir nicht. Einfache Waffe, die braucht irgendwie auch keiner, habe ich das Gefühl. Und 1055 Getreide tatsächlich. Das ist gar nicht so schlecht. Und ich würde mal gucken, ob wir dann vielleicht irgendwann... Wir haben doch auch schon eine Käserei, oder sehe ich das falsch? Habe ich die schon gebaut? Wie geht's denn unseren Tieren hier eigentlich? Ne, den Tieren nicht. Denen hier. Mittlerweile 5. 447 mal Milch. Darf ich mal ganz kurz bei der Nahrung gucken, ob wir hier einen Käsereiarbeiter haben? Nein, haben wir nicht. Dann machen wir doch mal Käse, oder? Das war doch nur, in Anführungsstrichen, mit Milch. Mehr brauchen wir nicht, aber Backsteine brauchen wir. Habt ihr angefangen hier zu produzieren, liebe Leute? Jawohl, immerhin 10. Aber es ist gerade im Lager auch wirklich kein Ton vorhanden. Da müssen wir jetzt gleich nochmal gucken, ob sie das irgendwo richtig herholen oder nicht. Es sah so aus, als ob sie es hier direkt rausholen. Aber ich lasse mich immer gerne auch belehren. So ist das nicht. So, Käserei. Milch wird hier produziert. Ja, es ist echt jetzt, das ist so eine Dauerfrage. Wenn die das nicht da rausholen, wo es hergeholt wird, dann holen sie es ja. Wo ist denn die Milch jetzt? Sie ist auch nicht hier drin. Ja, es ist jetzt schwierig zu finden wahrscheinlich, ne? Wir können da schauen, wir können hier natürlich schauen, ob hier die Milch herkommt. Hier ist auch keine Milch. Ich weiß nicht, wo sie das hinbringen. Ich würde jetzt logischerweise wieder die Käserei am ehesten irgendwo hier hinstellen, wo sie die Milch gegenüber haben. Ich mache das jetzt auch. So, da ist der Palisadenzaun. Hier gibt es den Zwischenraum. Soll ich da mal direkt an die Seite? Dann stellen wir das so. Hier ist die Ecke, da ist die Weide. Ich stelle es mal hier rein. Die können ja da durchs Tor durch. Ist nur die Frage, ob wir noch einen Platz lassen wollen für eine eventuelle Straße. Und ich gucke noch einmal auf die Fruchtbarkeit. Aber die ist hier gar nicht so gut. Könnte man hier nochmal erweitern, wenn man nochmal erweitern möchte. Okay, dann baue ich hier eine Käserei hin. Mit einem Platz für eine Straße. Setze hier nochmal eine Straße ran.
Ein neues Nutztier ist geboren. Damit sollten wir jetzt 6 davon haben. Jawohl. Das 18. Jahr, nochmal 2 Dorfbewohner. Ja, wir brauchen auch schon wieder neue Leute. Beliefert Unterkunft heißt immer, du belieferst dein Zuhause, richtig? Klavar, der Ziegelbrenner. Aber wo wohnst du? Und wo holst du den Kram her, den du holst? Also das ist jetzt, du holst Seife. Aber auch wieder direkt vom Seifensieder. Und nicht aus irgendeinem Lager. Der Bau sollte vorangehen. In der temporären Unterkunft wohnt keiner. 15 Backsteine. Ich sehe hier nie den Ton, wie er ankommt. 51% arbeiten, 45% Grundbedürfnisse, 4% Waren transportieren. Also der Warentransport ist nicht das Problem. Das Problem ist wahrscheinlich eher, dass die ganz weit weg wohnen. Und deswegen, wenn sie für sich selbst sorgen müssen, dass sie dann weite Wege zurücklegen. So, schauen wir auf den ersten Händler, der gekommen ist. Nix, nix, nix und nix. 500 Goldbarren, 50 Backsteine, 100 Holzbretter. Also wir können langsam dann anfangen, den ganzen Spaß zu verbessern, aber wir brauchen erstmal ordentlich Backsteine. Vielleicht müssen wir das auch nochmal eine zweite Runde davon machen. So, das verkaufst du uns. Wir könnten auch nochmal eine Kuh kaufen, wenn wir wollten. Stein, Talg, Käse brauchen wir alles gerade nicht. 15, das ist ein guter Preis scheinbar, weit überdurchschnittlich. Dann sollst du es bekommen. 56 Töpferwaren. Das ist ein normaler Preis. Wir haben hier tatsächlich Ton eingelagert für einen weit überdurchschnittlichen Preis. Wollen wir das wirklich verkaufen, diesen Ton? Wie viel kriegen wir daraus? 700. Na los. Ach so, das schafft er gar nicht mehr. Na, warte mal, dann gucken wir erstmal, ob wir noch was anderes haben, was wir besser verkaufen können. Aber bei ihm glaube ich nicht. Na gut, dann verkaufen wir ein bisschen Ton, so dass du kein Geld mehr hast, mein Freund. 585. Jetzt hast du noch 7 Goldstücke, damit kriegst du so nicht mehr so viel. Und dann haben wir die neue. Sag mir nicht, dass die Töpferwaren noch besser kauft. Nein, tut sie nicht. Okay, was würde sie kaufen? Kohle, Eisenerz, Seife. Jetzt haben wir gerade sehr wenig Seife. Wir haben wirklich keine Schuhe. Wir müssen mehr für die Schuhe tun. Das ist ein schlechter Preis. Ich verkaufe die Seife jetzt trotzdem, ne? So. Und kaufen könnten wir Räucherfisch, Werkzeuge und Waffen. Und diese wundervollen, schweren Werkzeuge, die wir ansonsten, glaube ich, nicht wirklich bekommen. Wir könnten auch schon uns Kettenhemden und eine Waffe kaufen. Denn ich glaube, wir haben davon letztlich nur eine. Wir haben gar keine Waffe mehr. Da gucke ich mal ganz kurz auf unsere Kaserne. Wir haben ja nur 2 Leute, aber der hat eine einfache Waffe, der hat auch eine einfache Waffe und einen Bogen und einen Fellmantel. Das heißt, wenn wir jetzt Rüstung oder sowas besorgen wollen würden, dann wäre das durchaus für die beiden nicht so schlecht. Ich würde jetzt mal sagen, wir gucken mal, wir haben jetzt hier 2700, das ist ja ein bisschen was. Wir holen uns mal ein paar Werkzeuge, 15 vielleicht. Es wird nämlich noch eine Weile brauchen, bis wir das selbst produzieren. Das bringen wir ins Siedlungslager. Wir kaufen uns auch noch... Oh nee, der Preis ist auch richtig viel zu teuer. Dann warten wir damit. Ich hoffe, dass wir nicht... dass der Verbrauch nicht richtig riesig ist jetzt gerade. Und dann würde ich aber meinen beiden Leuten, weil auch das wird noch eine Weile brauchen, meinen beiden Soldaten jeweils eine ordentliche Waffe kaufen. Und eine ordentliche Rüstung, das ist teuer, 500, aber wir haben gerade ganz gut gewirtschaftet, beziehungsweise ganz gut verkauft. Okay, so machen wir das erstmal.
Jetzt schaue ich nochmal auf unsere Weberei. Die sind alle am Kleidungsherstellen. Letztes Jahr 43, das wollen wir natürlich jetzt deutlich verbessern. Ja, ich lasse es eine Weile laufen mit den Vieren, bevor wir da weitermachen. Das da oben läuft auch langsam an. Letztes Jahr produziert 20. Jetzt, okay, jetzt sind die Waren er sucht nach Werkzeugen. Jetzt war der Warentransport, nachdem er vorher bei 2% oder sowas war, auf einmal bei 32%. Es ist schwierig, das zu sehen, wo sie es genau herholen. Es wäre geil, wenn es da so ein Overlay geben würde, wo wer was hertransportiert. Aber von der Beobachtung her habe ich das Gefühl, dass sie das da herholen, was halt am nächsten dran ist. Ob das jetzt eine Ursprungsproduktionsstätte ist oder ein Lager, ist denen, glaube ich, völlig schnurz. Hauptsache, es liegt da rum irgendwo. Haben wir hier schon was? Richtig, den Kompostplatz da unten, das hatten wir gerade auch schon. Können wir uns mal überlegen, was wir hier... Fruchtbarkeit 58, 54, 76, 63... Hier kommt zwar gleich der Spaß drauf, aber dann würde ich mal sagen, schmeißen wir das im nächsten Jahr hier mit dazu. Pocken. Sylana ist an Pocken erkrankt. Pocken sind eine hoch ansteckende Krankheit, die mit Fieber, Unwohlsein und Erbrechen beginnt. Später bedecken Läsionen die Haut. Die Todesrate ist hoch. Heilkundige können helfen, die Ausbreitung einzudämmen, indem sie Infizierte isolieren. Ich hoffe mal, das tut auch jemand. Pocken sind auch dann zumindest ja so sichtbar, dass ich hoffe, dass sie sagen, bleib mir weg. Zwei Personen sind an Pocken erkrankt. Okay, das wird vielleicht jetzt hier... Wo ist die zweite Person? Ist die direkt daneben irgendwo? Ja. Rinna! Oh Gott. Rinna, die Wasserfrau sozusagen... Und die ist da nur einmal dran vorbeigelaufen, liebe Leute. Einmal an ihr vorbeigelaufen und zack, war die Übertragung da. Warum wird mir das jetzt nicht in dieser Anzeige angezeigt? Das ist ein bisschen komisch. Wir haben auch keine Stämme mehr. Wir müssen Holzfäller losschicken und vor allen Dingen müssen wir aufpassen, dass diese Pocken sich nicht wahnsinnig ausbreiten. Der Weg bis zum Heilkundehaus hier oben führt natürlich durch die ganze Stadt. Jetzt laufen die beiden durch die ganze Stadt, stecken alle an und dann haben wir 200 Leute, die vor dem Heilkundehaus stehen. Das könnte gefährlich werden. Ob es gefährlich wird, sehen wir beim nächsten Mal, liebe Leute. Wir sehen uns morgen wieder bei hoffentlich einer glücklichen Bekämpfung der Pocken. Heieiei. Bis morgen. Macht's gut.